Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge beim Bausimulator 2015 und wir haben neue Sonderaufträge und das Stadionbad ist Stadionbad ohne Halle. Ah ja, das Stadionbad ist quasi hier ausgeschrieben und ja, das nehmen wir natürlich an. Das ist ja quasi hier unsere Main Quest. Der Rest, der wird dann nur gemacht, weil eigentlich müssen wir es nicht mehr. Wir behalten uns hier den zweiten Slot. Den sparen wir uns so ein bisschen auf. So, dann schauen wir mal. Wo ist denn das überhaupt? Ach, guck an. Ach, nee, wir sollen einfach nur nach Hause. Okay, okay, okay. So, dann würde ich sagen... Ab zum Firmengelände das 50. Mal mit dem Taxi gefahren, also ohne Wagen mich hier irgendwo hingebracht. Und dann schnacken wir mal mit dem Harpe. Der Bau der Dezernat der Stadt hat sich gerade gemeldet. Es hat geklappt, wir haben den Zuschlag für das neue Schwimmbad erhalten. Es wird gegenüber vom Sportgelände errichtet und den Namen Stadionbad tragen. Ja, da macht es auch mehr Sinn. Das ist ja fantastisch, dass es geklappt hat. Ich nehme an, dass der Bürgermeister uns aufgrund seiner eigenen Erfahrung empfohlen hat, der für seinen aus der städtischen Kasse finanzierten Pool im Garten. Aber das wird sicher nicht das einzige Argument für uns gewesen sein. Immerhin haben wir ja schon einiges an Erfahrung vorzuweisen. Das stimmt. Mittlerweile haben wir ja schon so gut wie alles gemacht. Na, dann fangen wir am besten direkt an. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. Naja, ob wir wirklich alles gemacht haben, seht ihr, wenn das Licht angeht. So, baggere den markierten Bereich aus. Und dann Kies zum Kieswerk. Mhm. Also, wir gucken mal ganz kurz, wie viel ist denn das? Oh ja, das ist ja ein bisschen was, ne? Also, es ist jetzt natürlich für ein Schwimmbad. Also gut, das Gelände ist schon ziemlich großzügig. Wo ist denn der Sportplatz? Ah ja, da hinten. Ach, guck an, das ist die Wiese, bei der wir sonst immer so schön abkürzen können. Ja, hier fehlen auch mal ein paar Tribünen, ne? Nachdem wir hier ja erst das Feld und dann die Beleuchtung und so alles hingebracht haben. Naja, so, ich würde sagen, wir schnappen uns mal den Muldenkipper. Da ist sogar noch ein bisschen Zeug drin. So, wisst ihr was? Hier, der scheiß Bürgermeister kriegt dann auch noch einen Sandkasten von uns. Ja, ich kipp mal so ein ganz kleines bisschen nur aus. Scheiße. Naja, wir haben ja 10 Quadratmeter da. Wegen 0,3 Quadratmeter wird er doch wohl nicht anfangen zu meckern, oder? So, da wollen wir baggern. Ich guck mal gerade, wie lange das dauert, das zu überspringen, weil da habe ich irgendwie überhaupt keinen Bock drauf. Ich meine, wir haben schon so viel gebaggert, auch beim Bagger-Simulator. Also wer will, dass wir baggern, einmal bitte den Bagger-Simulator anschauen, findet ihr unter meinen kompletten Let's Plays. Ist gar nicht so lange her. So, aber da habe ich jetzt irgendwie nicht so Bock drauf. Und dann nochmal baggern, das ist ja super. Ich guck gerade mal, wie lange... Oh, 15 Minuten. Heilige Scheiße. Ah. Und dann wieder. Und was dann? Armierungseisen. Und dann wieder baggern. Und dann Zementsäcke. Wieder baggern. Und wieder baggern. Alter, willst du mich denn verarschen? Na gut. Okay, aber dann machen wir es mal so, dass wir baggern. Ah, ich bagger jetzt nicht 4 Folgen lang, ne? Also das könnt ihr vergessen. Aber zumindest... Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Zumindest so, dass wir... Zumindest so, dass wir
dass wir ja so ein bisschen was baggern und nicht so viel Krams denn immer hin und her gurken müssen jetzt vom Baustoffhändler. Naja, das wird schon klappen. Wir machen jetzt auch nicht die Kanten so super präzise, ne? Wir haben ja auch gar keine richtige Anzeige, wie jetzt beim Bagger-Simulator das der Fall war. So. Schön, dass da noch was drin war. So, ich versuche das wirklich hier möglichst schnell zu machen, ne? Also keine Sorge. Ich will da jetzt keine 2 Stunden hier jetzt baggern wegen dieser Aufgabe. Aber so ein bisschen, wenn es da 5 Mal zu baggern gibt, dann müssen wir natürlich ein bisschen was schon machen. Und wir kommen ja derzeit relativ schnell zurecht hier. Ein bisschen tief. Scheiße. Ich krieg den nicht mehr hoch. Ah, jetzt. Okay. Neue Ausschreibung. Das wird wahrscheinlich das Standardgewisch sein, ne? Ich guck gerade mal. Ja, also wir machen ja nur noch Sonderaufträge quasi, weil wir den ganzen anderen Krams ja schon häufig hatten. So, ich hoffe, ich komme da ganz hinten ran. Jo, gerade so. Und das Ding hier. Oh. Scheiße. Das Ding scheint niemals voll zu sein. Wieso zeigt er uns nur so wenig an auf dem Fortschrittsbalken? Ja, wir haben doch hier schon ein Viertel oder so eigentlich. Sind wir hier nicht tief genug? Nicht, dass wir hier überall doppelt müssen. Deswegen mache ich hier lieber nochmal unten irgendwie ein bisschen tiefer.
Also eigentlich, ja, beim Bagger-Simulator, da waren Punkte dann angegeben. Weiße Punkte waren dann die Stelle, wo man baggern soll. Und wenn die grün waren, oder erst als sie grün waren, war das dann tief genug. Und wenn sie zu rot waren, sogar zu tief, dann musste man die wieder aufschütten. Ansonsten sind sie weiß geblieben. Ja, aber doof hier jetzt. Nein! Scheiße! So, was ich gut finde, dass dieser Anhänger nie voll wird, scheinbar. Da müssen wir da nicht 100-mal den wegbringen. Also so schlimm wäre es jetzt auch nicht, weil man den ja auch, wenn er beladen ist, kann man da ja Schnellfahrten quasi mitmachen, wo man dann halt ein bisschen was bezahlt. Aber das ist schon praktisch. Alter, da ist ja noch eine ganze Menge in der Mitte, die da stehen geblieben ist. Ich mache trotzdem erstmal so alles, was so oben ist. Und die Feinheiten, da können wir danach dann noch von der Seite, da kommt man ja überall gut dran. So, ich möchte nur erstmal diesen Streifen hier mal fertig machen. Ja, wobei, ja, da kommen wir von da hinten auch noch ran, also das passt schon. Das ist halt die Schwierigkeit hier, dass man da kaum Markierung hat. Oh, und dann manchmal hakt es dann einfach so drin. Ja, jetzt geht's. Das kostet dann immer Zeit. So, und jetzt haben wir eigentlich auch mehr als die Hälfte, zumindest halt, ich weiß jetzt nicht, von der Tiefe natürlich nicht, aber da bekommt man ja irgendwie keine Angaben zu. Muss man glaube ich einfach ausprobieren, aber so ein Schwimmbad sollte ja schon tiefer sein als 10 cm. Macht ja sonst nicht so viel Spaß. Ach, richtig. Nein, möchte ich nicht. Ach, wie cool. Stimmt. Oder was heißt stimmt?
kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, dass das hier mit diesen Weiterbaggern oder nicht Weiterbaggern, dass das hier jetzt auch war. Ich dachte, das war jetzt immer nur bei dem anderen. So, ich hoffe, wir bekommen trotzdem die kompletten EP. Ich guck da lieber mal, damit wir da beim nächsten Mal nicht, ja, umsonst arbeiten, weil wir arbeiten ja nur noch für die EP und nicht für die Kohle. Na, wir können ja mal gucken. 97259. Kann ich mir eh nicht merken, aber ich schreib's mir mal auf. So, und den hier, den müssen wir sogar wegbringen und leeren. So, mal gucken, ob sich hier optisch gleich irgendwas verändert, wenn wir wegfahren. Wahrscheinlich geringfügig, ja, ja. So, das ist unser Pool. Ah, jetzt wollte ich eigentlich nochmal mit der Kamera rübergehen, aber ihr habt euch das ja alles gemerkt, wie das aussah. Ja, so ungefähr haben wir es gemacht. Genau. Perfekt. So, den bringen wir jetzt zum Kieswerk. Und ich hoffe, wir kriegen Kohle dafür, dass wir hier Erde hinkippen. Sonst müssen wir nämlich immer für die Erde bezahlen. Aber wenn nicht, wäre ich sehr enttäuscht. Ernst. Aber hier, oder? Ich meine, ah ja, da geht's. So wie ich krieg da nicht die Kohle, ne? Ja, das war jetzt aber nicht die Kohle für die Erde, sondern nur für den Abschnitt. 3780 EP, naja. So. Und weil es so schön war, machen wir das gleiche gleich nochmal. Juhu. Ja. Also das ist dann der zweite Abschnitt. Aber ich glaube, den zweiten Abschnitt, ach komm, den machen wir halt auch noch kurz. Naja, das ist halt so, ne, bei einem Schwimmbad muss man halt viel baggern, ansonsten baggert halt ein Mitarbeiter und wir sind in der Zeit dann wieder beim Baustoffhändler und alles, das haben wir ja auch schon einige Male gemacht. Dann haben wir hier mal ein bisschen was Eintöniges, einen eintönigen Auftrag. Dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge einfach mal so weiter. Baggern den nächsten Bereich aus und dann sehen wir mal weiter, dass wir hier dann irgendwann auch mal was Cooleres wieder kriegen. Also, ich sag erstmal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann, tschüssi.